Diese Tiertransporte haben ihren Beginn hier in Bergheim. Jeden Montag werden hunderte Kälber verladen in Bergheim. Das heißt, sie kommen von den verschiedensten Orten in Österreich hier an, werden sortiert und kommen dann nach Italien, Spanien, aber auch nach Polen in Kälbermasten, wo sie auf Betonvollspaltenboden dann stehen müssen und oft dann auch weiter transportiert werden, wenn sie fertig gemästet sind, in den Nahen Osten. Das heißt, sie werden auf Schiffe verladen. Kälber, die in Österreich geboren wurden, für die wir die Verantwortung haben, die österreichische Landwirtschaft die Verantwortung hat. Man kann nicht sagen, die Bauern verkaufen ihre Kälber und aus dem Augen, aus dem Sinn. Wir haben Verantwortung dafür, dass die Kälber hier viele, viele, viele Stunden transportiert werden, dass sie dann gemästet werden unter fürchterlichen Zuständen, mit dem Schiff transportiert werden und dann geschlachtet werden unter Zuständen, wo wir gar nicht wissen wollen, wie das ausschaut. Und wir sind hier, weil wir eine breite Bevölkerung erreichen wollen. Wir haben einen Aktionstag, wir haben einen Infostand, wir haben Presseaussendungen. Wir wollen einfach die Menschen wachrütteln und einen gewissen Druck aufbauen auf die Politik, damit sie sich einfach eine Alternative überlegt zu diesen Exporten, die aus unserer Sicht schnellstmöglichst beendet gehören.